Freunde, ich zeige euch heute coole Tricks, die ihr mit Magneten machen könnt. Für den ersten brauchen wir Magnete, eine Batterie und etwas Kupferdraht. Den Kupferdraht wickle ich um eine Kerze. Die Kerze sollte etwas dicker sein als die Batterie. Solltet ihr diesen Trick mit dünnen Batterien machen, könnt ihr den Draht um ein Edding oder ähnliches wickeln. So sollte es ungefähr aussehen. Die Batterie soll locker reinpassen. Das eine Ende vom Draht nach innen knicken und es nach Möglichkeit mittig platzieren. Ob ihr es mittig habt, könnt ihr mit einem Messer testen. Oder es auch einfach auf eine Batterie aufsetzen und drehen. Das andere Ende wickle ich um ein Magnet. Es soll jedoch nicht zu eng sein. Und auch dieses Ende mittig platzieren. Einfach auf die Batterie setzen, sodass das Kupferdraht den Pluspunkt berührt und mit anderem Ende die Magnete. Um einen Draht wieder einigermaßen gerade hinzubekommen, spanne ich eine Seite in einen Akkuschrauber, das andere halte ich fest. Und für mich ist dieser Draht wieder brauchbar. Ich knicke es mittig, damit ich zwei gleiche Längen habe. Seht ihr? Perfekt. Jetzt biege ich so eine Rundung. Klappe es auseinander, damit es herzförmig ist. Und unten genügend Platz hat, um Kontakt mit Magneten herzustellen. Für diesen Trick nutze ich die kleine Batterie, aber wickel meinen gesamten Kupferdraht um die große Batterie. Jetzt mache ich vorne und hinten einige Magnete dran. Wo ihr solche Powermagnete bekommt, lasse ich euch den Link in der Beschreibung da. Und schon haben wir eine Art von Zug. Sollte man eine größere Menge an Kupferdraht da haben, dann kann man eine große Strecke bauen und den Zug aus Magnet und Batterie drin rumfahren lassen, so wie es Amazing Science es vorgemacht hat. Schaut mal, wie ich die Schraube ohne zu drehen löse. Selbst nach oben kein Problem für mich. Aber ich werde euch den Trick verraten, bevor ihr mich verprügelt. Für die Schraube gibt es diesen Aufsatz, mit dem ich den Schraubenkopf wegdrücken kann. Da drin ist Platz für eine kleine Batterie. Batterie rein. Schraubenkopf drauf. Keine Angst, ist kein echtes Blut. Habe mit schwarzen Eddings rumgespielt. Jetzt die Schraube drauf. Dieses braune Klebeband ist dafür da, um ein kleines Magnet an meinen Daumen zu verstecken. Und immer wenn ich mit dem Magnet in die Nähe der Batterie komme, fängt sich die Schraube an zu drehen. Den Link zu dieser coolen Schraube findet ihr in der Beschreibung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis morgen. Ciao.